Jetzt habt ihr mich sägen sehen. Ich habe die Dinger natürlich ausgesägt, ein bisschen geschmirgelt und dann dachte ich mir, helles Holz auf einer hellen Tür ist vielleicht nicht so witzig, also habe ich die Teile umgefärbt. Also eigentlich ganz simpel, ich habe sie gebeizt. Und ihr seht, also diese Beize, die ist uralt, da braucht man recht wenig von. Kommt noch aus D-Mark-Zeiten, 6,75 Mark Beize. Ja, Eiche dunkel und dementsprechend sehen die jetzt auch aus. Ich habe so ein bisschen Kratzer auch drauf gelassen und so weiter, damit man so den Effekt von rustikal so ein bisschen hat. Und bin danach nochmal ganz leicht, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, sie haben einen leichten Schimmer, ganz leicht mit einem Klarlack drüber, also wirklich nur Sprühflasche und fertig ist das. Ja, die Dinger, da mache ich jetzt hinten noch ein Doppelklebeband hin und dann kommen die an die Tür und dann bin ich fertig. Sieht lustig aus, ne? Passt zu dem, was man mal muss. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? In diesem Sinne, sollte euch dieses Video gefallen, Daumen hoch, würde mich freuen. Aber noch mehr würde mich freuen, wenn ihr da unten mal was drunter schreibt, ob das so okay ist, ob ich das anders hätte machen sollen, hätte ich anderes Werkzeug nehmen sollen, habt ihr einen Einfall, ihr wisst, was ich meine. Also, Thumbs up, Dankeschön.